Das Wetter perfekt, Organisation perfekt, alles gut. Ich glaube, wir können sagen, rundum gelungen. Die Rennen waren heute wirklich verdammt spannend. Gerade auch das letzte DKM-Rennen aller Ehren wert. Zweitweise 8, 9 Fahrer, die da hätten gewinnen können. Absolut. Erst so ab Runde 15 hat es wirklich so eine Entscheidung gegeben, wer dann am Ende den Sieg für sich holt. Tolle Rennen und Gang wird auf jeden Fall spannend. Alle Meisterschaften sind offen. Die Favoriten mussten hier ein bisschen federn lassen. Ausfall von Van Leuven, ein Ausfall von Rick Dresen. Auch bei den Junioren ging es wirklich turbulent zur Sache. Enam Ahmed hatte auch einen Ausfall. So ist es richtig. Gang wird in diesem Jahr auch wirklich verdammt spannend und ich glaube, die DKM ist so interessant wie schon seit langem nicht mehr. Die Jahre vorher hatten wir immer spätestens nach dem vierten Rennen einen Titelfavoriten oder schon einen neuen Meister. Und jetzt ist da wirklich noch alles offen. Ja, das Bild des Wochenendes war sicherlich das Abklatschen von Jehan Daruvala und Martijn van Leuven nach ihrem ersten Rennen. Sie haben wirklich alles gegeben auf der Strecke und haben sich immer wieder fair Platz gemacht. Und dieses Abklatschen, wo beide Karts nebeneinander fahren und dann abklatschen, sicherlich das Bild des Wochenendes. Wir wollen jetzt auch die Sieger präsentieren hier an diesem Tisch. Was hältst du davon? Ja, wir gucken mal, wer jetzt schon so hier sich zur Siegerehrung bereit gemacht hat und holen mal 1, 2 Leute dazu und mal gucken, wie die so das Wochenende fanden. Dann machen wir noch ganz kurz Werbung und dann sind wir zurück mit den Siegern von Kerpen. Ja, volles Haus hier bei uns am Tisch. Wir haben 4 glückliche Fahrer dabei, davon gleich 3 Sieger. Wollen mal beginnen mit unserem Piloten aus Thailand. You won the first race here, for you it was the first race here in Kerpen and you won
the second race of the German Championship. Was it for you quite difficult to learn the track here in Kerpen, and do you like it? Yeah, I quite like the track, but it's a little bit bumpy. But for testing, we came on Tuesday, Wednesday, just to test, because obviously we haven't been racing like the other guy. And then we start on Thursday, because you can't test on Thursday, obviously. And yeah, we come back on Friday, and then we were slow down a bit. And yeah, it was not quite as quick as on Tuesday and Wednesday. But yeah, everything was fine until now. I just win the race, and yeah, quite happy then. Did you think about yesterday afternoon that you have the chance to win the race today, or was it a little surprise for you? Oh, in the first race, I came up to fifth, but on the last lap, I did a contact with Valia from Forza Racing, and got 10 seconds penalty, so I dropped back to 12, and then, yeah, just raced from there, and in the race too, yeah. Okay, great. We will see you in Genk again, or was it the last race here in maybe Germany? Maybe, just depends on school, and if I do good in school, maybe, but just got to get the schoolwork together. Okay, then yeah. You have to learn. Okay, we will take further with Jehan. A win in the first race and a second place in the second race, but you get maximum points this weekend. Now it will be really interesting in Genk with the championship with Martijn. I think it's also the first time for you here in Kerpen, or not? Yes, this is my first time in Kerpen, so I came and tested on Wednesday. It was quite fast on Wednesday, but then again when we came back on Friday, Martijn was a lot faster than me on Friday. I was about 3 tenths off, so we had some work to do. And Saturday morning, from warm-up itself, I was quite fast. And then in the heats, I was quite steady in the heats, but had a good third position to start in the final. And I mean, the first final was one of the best races I've driven. It was just a lot of fun throughout the race, good race spirit, and I managed to win it. And the second race, I got into the lead, and then after lap two, I looked behind, and Martijn was in there for some reason, I don't know. And then all the Forza boys on new tyres passed me, and then Matisic passed me, and then Cutter passed me, and I was sixth or seventh after the fourth lap. And then I just thought that I have to do my best to try to come through, and lap by lap, I just picked each one up and was happy to come second at the end. Yes, I think we saw two really good races here in the German Championship, and the drivers were really fair from the outside. Now in Genk, I think at the moment you are at the second position in the championship, but there is a really good chance to win. I think that is your target, or not? I mean, all I have to do in Genk is try to win both races, and if I do that, then I might be champion. So the only job in Genk is just to do the same I did this weekend, do my best, fair races, and hopefully everything goes right, be champion. Okay, thank you very much. We will take further with Martijn. Yes, a big shame in the second race. I heard the change is broken. That is not good for a championship. No, for sure it's not good for the championship, because in the second lap I already changed sound. So I saw already to my mechanic that there was something wrong. And yeah, and then the second or third lap they changed them off, so I had to stop. That's quite disappointing, also for the championship, because now it's more difficult. And Jan is also coming closer, so we'll see in game. I think the change will follow you. Last year, I remember you had also a problem with the change in Genk when there was the battle for the championship. But then you won with 1 point ahead of David at the junior class. Now you have the chance to win the senior class. Do you like the track in Genk? Do you know the track in Genk? Yeah, I like the track in Genk. It's it's a nice track. Only I'm not always fast in Genk, but if you look at last year, then in the end was also quite good. And I will do my best for Genk, and we will see if he can win the championship. Okay, thank you very much. The last one, David, a good race weekend here in Kerpen, or not? Ja, es war, also das ganze Wochenende war relativ gut, auch bis zum ersten Rennen war es sehr gut, ich habe es gewonnen. Und dann beim zweiten Rennen gab es direkt in der zweiten Runde ein Kontakt mit mir und Mick.
Ja, dann bin ich natürlich nach hinten gefallen, musste dann nochmal durch den Dreck. Meine Reifen waren natürlich dreckig. Dann konnte ich zwar noch aufholen auf dem zweiten Platz, aber es ist natürlich sehr blöd, weil ich könnte jetzt mit einem Punkt Vorsprung auf dem ersten Platz liegen, aber jetzt fehlen mir doch noch 4 Punkte. Und letztes Jahr habe ich, wie gesagt, mit einem Punkt verloren und es ist schon sehr dramatisch, könnte man sagen, jetzt. Ja, wir werden sehen. Geng ist auf jeden Fall, glaube ich, eine deiner Lieblingsstrecken. Da hast du sogar WSK Euroseries gewonnen. Wir freuen uns drauf. Vorher geht's, ich glaube, für alle noch zur Weltmeisterschaft. Welches Ziel hast du da? In der Weltmeisterschaft in Frankreich, da würde ich gerne Top 3 belegen. Ich denke, das ist auf jeden Fall drin. In England bei der Europameisterschaft war es auch sehr gut. Da gab es einen kleinen Zwischenfall im Finale, aber bis dahin war es sehr gut. Und ich denke, dass ich im Training war es auf jeden Fall sehr gut in der Say und ich denke, dass wir Top 3 auf jeden Fall drin ist, wenn alles normal läuft. Super, perfekt. Thank you very much. I wish you also all for good luck for the World Cup next week. And then hopefully we see some good results from you. Und ja, wir bedanken uns auch bei Ihnen und machen jetzt weiter mit der Siegerehrung. Der Junioren-Ehren hier in Kerpen, die DJKM, die Deutsche Junioren-Kartmeisterschaft, die Sieger, die 5 Sieger des ersten Rennens. Und hier haben wir auf dem 5. Platz, okay, vielleicht vorab noch, die Ehrungen werden vom Kartclub Kerpen als Ausrichter durchgeführt, Gerhard Noack als Vorsitzender und Christa Fritsche als Sportleiterin, die werden die Pokale übergeben. Platz 5, Rennen 1, Jano Oppmeer. Auf den 4. Platz, Max Hesse. Platz 3 geht an Max Futrell. Der 2. Platz geht nach Deutschland, Mick Junior. Und der Sieger kommt auch aus Deutschland. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an David Beckmann. Und zu Ehren des Siegers haben wir die Nationalhymne von Deutschland. Das ist die Sieger der DJKM. Passt das für die Fotografen?
Gut, Dankeschön. Und die meisten sollen nicht zu weit wegrennen, denn es geht ja jetzt weiter mit dem zweiten Rennen. Dort haben wir auf Platz 5 zu Ehren Sophia Flörsch. Katze? Platz 4 geht, wenn ich es richtig informiert bin, nach Neuseeland. Armstrong. Der dritte Platz geht nach Amerika, in die USA. Juan Correa. Platz 2 an die Startnummer 102, David Beckmann. Und der erste Platz geht ebenfalls nach Deutschland. Herzlichen Glückwunsch an die Startnummer 103, Mick Junior. Und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne von Deutschland. Der DKM, die JKM Rennen 2. Einmal noch fürs Foto. Bisschen Applaus. Dankeschön. Und weiter geht's mit den Siegern der DKM, der Deutschen Kartmeisterschaft. Und auch hier wollen wir im erst das erste Rennen ehren. 5 Sieger des ersten Rennens. Und die Pokale wird übergeben der Rennleiter vom Kartclub Kerpen, Dieter Brinsken. DKM, erstes Rennen, Platz 5, Manuel Valier. Platz 4 geht an Sergio Set Camara nach Brasilien. Platz 3, der Titelverteidiger, Startnummer 1, André Matisik. Der zweite Platz geht in die Niederlande an Martijn van Leuven. Und der Sieg im ersten Rennen geht nach Großbritannien, an Jehan Daruvala. Und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne von Großbritannien.
kurze Version. Die Sieger der DKM. Erstes Rennen. Gut, vielen Dank. Und die meisten brauchen wir von euch gleich nochmal bei der zweiten Siegerehrung. Die wollen wir jetzt direkt beginnen auf dem 5. Rang. Brauchst gar nicht so weit wegzugehen. Auf Rang 5, André Matisik. Platz 4 geht nach Brasilien, Sergio Set Camara. Dritter Platz geht an Manuel Valia. Der zweite Platz nach Großbritannien, Jehan Daruvala. Und der Sieg geht nach Thailand an Chai Mongkol. Und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne von Thailand. Der DKM Rennen 2. Und wir wollen jetzt noch die Chance nutzen, vor der Siegerehrung der deutschen Schaltkartmeisterschaft uns bei den Sponsoren zu bedanken, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Sie sind hier alle aufgeführt. Wir haben Alfano, Modena Engines, HHC Point Racing, Puma, Mauritz Pokale. Und wir haben Vega High Technology in Karting Tires. Vielen Dank für die Unterstützung. Genauso wie der Volkswagen Castrol Cup aus Polen. Wir wollen die Sieger der deutschen Schaltkartenmeisterschaft ehren und hier das Rennen 1 zuerst. Und wir haben auf Rang 5 notiert Finn Keumann. Der vierte Platz geht nach Finnland an Simo Puhaka. Platz 3, Davide Fauré. Der zweite Platz geht nach Irland an John Norris. Und der Sieger aus den Niederlanden, Jorrit Peks. Und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne der Niederländer. Ja.
Die Sieger der DSKM Rennen 2, Rennen 1, um Gottes Willen, Rennen 1. Ja, genau. Dankeschön. Und wir haben noch die Ehrung für das zweite Rennen. Die Pokale übergibt jetzt bei der DSKM der Race Director der DKM, Thomas Leiner. Also er hat noch einen Sprint vor sich, er kommt dahin. Deswegen versuche ich ein bisschen zu ziehen. Also wir haben jetzt das zweite Rennen der DSKM zu Ehren auf dem fünften Rang. Und kommt Güst Becken. Platz 4 geht an John Norris. Platz 3 geht an Marjen Kremers. Was ist das Team? Zweiter Platz, Jared Pex. Und der Sieg geht nach Finnland an Simo Pohaka. Ja, komm, das muss ich schon. Und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne von Finnland. Der DSKM zweites Rennen. Und wir haben einen Pokal noch zu übergeben. Das ist der Pokal für das beste Team. Und das beste Team wird geehrt von der Sportleiterin des Kartop Kerpen, Christa Fritsche. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an das Forza Racing Team. Bestes Team DKM in Kerpen. Jawohl, kann er machen, Herr Manne. Ja. Ja, einmal für die Fotos. Hat er noch ein Ergebnis gekriegt? Habe ich gerade bekommen. Ja, das ist gut. Bestes Team, Forza Racing am Wochenende. Beim vierten Lauf zur internationalen deutschen Kartmeisterschaft hier in Kerpen. Wir kommen wieder noch einmal ganz genau und zwar nach Genk. Die Entscheidungen sind enger und spannender, als man sich kaum vorstellen kann. Freuen uns. Anfang Oktober sind wir dann in Genk. Ich denke jetzt noch ein bisschen Werbung und dann gibt es den Kollegen Björn Niemann.
war der vierte Lauf der deutschen Kartmeisterschaft hier auf dem Erflandring in Kerpen. Wie vorhin schon erwähnt, wirklich 6 spannende Finalrennen haben wir hier heute erlebt. Ich hoffe, Sie hatten zu Hause genauso viel Spaß wie wir hier auf der Rennstrecke. In Gang wird es jetzt nochmal wirklich spannend. Wir haben neue Sieger gesehen, Favoriten mit viel Pech. Und wir dürfen uns wirklich auf knappe Entscheidungen in der DKM 2014 freuen. In 3 Wochen sind wir wieder da, dann im belgischen Gang, unserem Auslandsgastspiel. Und wir hoffen, Sie schalten dann auch ein. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und viel Spaß mit der DKM weiterhin.